Heute sprechen wir bezüglich Schatten auf PV-Module. Der größte Feind von einem Photovoltaik-Modul ist eben der Schatten. Ich habe hier vor Weihnachten ein neues Setup gebaut und wir sehen jetzt schon, hier oben ist die Kante und ich schätze mal in der nächsten halben Stunde haben wir super Videodrehpositionen, damit wir das auch in der Praxis sehen, was da so passiert. Das ist alles keine Kleinigkeit, wenn man da Schatten hat, weil ich bin ja gerade dabei, mir das auszuhacken, wie ich da oben die Module lege. Und man sieht da diesen einen Schatten, das ist der Kamin und der wandert dann immer wie weiter rauf. Und habe ich halt wie in der Regel bei einem Hybridinverter oder Netzparallelinverter mehrere Module in Serie geschaltet. Da oben hat das System jetzt gut 220 Volt DC, habe ich durch die Beschattung massive Probleme, dass die Leistung gegen Null geht. Das werde ich euch in dem heutigen Video zeigen. Und warum ich auch seinerzeit beim DIE Mikroinverter-Skandal da Feuer und Flamme war und gesagt habe, nee Freunde, das passt schon, wenn diese Mikroinverter eben keine Relais eingebaut haben, weil ich ja immer schon predige, dass diese Mikroinverter, in dem Fall ist das ein billiges Produkt von St. Amazonien, optimal für diese Use Cases hier gedacht wären. Weil wenn ich mich jetzt kurz drehe, jetzt um 1 Uhr, also 13 Uhr, Ende Jänner, und man sieht es halt genau, die Sonne wird dann bald hinter dem Haus verschwinden. Und das wäre dann natürlich ein Paradebeispiel, wo Mikroinverter wunderbare Dienste vollbringen würden. Das hieße, in dem Fall wären immer zwei Platten bei einem 800-wattigen Mikroinverter. Hier würde ich dann halt drei Stück benötigen an Mikroinverter. Natürlich könnte man sagen, ihr lieber Mr. Meining, warum nimmst du keine Optimierer? Ja, Optimierer machen da eine Bypass-Schaltung, aber uns bricht ja die Stringspannung zusammen. Und das spricht halt gerade gegen den Optimierer. In kleinen Anlagen habe ich da jetzt zum Beispiel da oben 20 Module, kann man über einen Optimierer sprechen. Trotzdem auf Sicht verrückterweise sind diese Mikroinverter dann doch nicht so uninteressant. Der Kollege, den habe ich jetzt einen ganzen Arsch voll vor Weihnachten bestellt, weil die sind um gut 100 Euro zum Bekommen gewesen. Ob der jetzt eine Zulassung und dergleichen hat, weiß ich nicht. Ich habe nur diverse Screenshots auf YouTube gesehen, der verbotene Mikroinverter, ob er jetzt wirklich so schlecht ist. Ich möchte das selber herausfinden. Ich habe da jetzt drei Stück bestellt. Laut den ganzen Sachen, die da dabei waren, schaut sogar aus, als alles perfekt in Ordnung ist ein Amazon Prime Artikel oder verkauft Amazon Schrott. Wenn ihr da Erfahrung habt, bitte schreibt da was in den Kommentaren rein. So, aber jetzt Zeit, dass wir mal da hinten hingehen und uns das Setting da mal anschauen, was die letzten Tage unser DIE-Inverter, unser 24-Voltiger, der arbeitet hier nur als Einspeiseinverter, so geleistet hat. Wir haben da oben noch einmal schnell zu den Modulen. Die Sunpro Glas-Glas-Module, die was mein Helferlein auf seinem Online-Shop verkauft, habe ich 6 Stück montiert und wir sehen, das sind, glaube ich, 430 Watt. Ich sehe es durch die Kamera nicht so genau. Richtig, 430 Watt und rund 31,7 Volt Stringspannung. Also sind 6 mal 31 Volt, Daumen mal Pi, ein Stückchen über 200 Volt, solange alle mit Sonne beleuchtet werden. Somit könnte man sagen, bringen die Module ja fast Nennlast mit 2100 Watt. Und wir sehen es auch bei der Spannung, wir sind da im Bereich Richtung 200 Volt unterwegs und es wird schon langsam dann die Leistung zusammenbrechen. Wenn ich kurz nämlich da reinschaue in der Energiestatistik, ich bin, egal wie gut die Sonnentage sind, immer irgendwo in der Bandbreite knapp bei 10 Kilowattstunden stecken geblieben. Das hat jetzt damit der Ursache, dass in den nächsten, wir haben jetzt 13.12 Uhr auf diesen Inverter, die nächsten 20 Minuten die Leistung hier massiv einbrechen wird. Das ist auch der Grund, wieso ich das euch hier in dem heutigen Video zeigen möchte, dass Mikroinverter am Ende der Tag dann durchaus Sinn machen. Das Video dauert jetzt gerade mal 4 Minuten und wir sehen schon wieder ein schönes Stückchen, was dann im Prinzip sich der Schatten Richtung Module bewegt. Ich kletter jetzt einmal schnell aufs Dach rauf und zeige euch das Ganze, wie ich das oben am Dach gemacht habe. Bin überzeugt, bis wir dann runterkommen, werden wir bald in der Beschattung landen. So sieht das von hinten aus. Wie gesagt, viele Helferlein haben mir geholfen und vor Weihnachten haben wir das alte Well-Eternit-Dach hier runtergerissen. War eine schöne Herausforderung, weil das Wetter hat da nicht unbedingt zwingend mitgespielt. Und jetzt schauen wir mal rauf, dass die Blendung von der Sonne nicht so groß ist, damit man das im Detail besser betrachten kann. Ja, da sind sie im Prinzip, diese alten Gesteller, die, was ich euch schon vorgestellt habe, eigentlich für die Balkonkraftanlagen gedacht. Ich habe sie zweckentfremdet. Wir haben sie hier unten mit ganz dicke Stockschrauben
befestigt. Das heißt, das hält wirklich irre gut. Im Prinzip auf der Bergseite von dem Trapezblech. Das Einzige ist, die Schiene hinten habe ich jetzt verlängert und die Module sind trotz, dass die Neigung vom Dach nach hinten geht, also sprich die falsche Ausrichtung, habe ich die Module ziemlich genau auf 45 Grad hinbekommen. Also eine wunderbare Sache. Hier oben haben wir normale PV-Schienen raufgegeben. Diese haben wir dann durchgeschraubt. Also somit ist das schon ein ordentliches Stück Technik, was wir da vollbracht haben. Ja, und die Klugschwätzer werden jetzt sagen, alles wird da schlampig gemacht, die Kabel sind in Freiflug. Nee, Freunde, ich habe da schon von Haus aus das so gerochen, dass das wahrscheinlich eine Mikroinverter-Baustelle wird. Das heißt, dass ich hier drei Stück String, also im Prinzip Balkonkraftwerk, Mikroinverter montieren werde, weil mir das vollkommen klar war, dass ich das Schattenproblem habe. Klar, im Sommer würde das nicht so essentiell sein, aber wichtig ist ja bei dieser Anlage im Winter richtig Energie zu sammeln. Und da sieht man jetzt im Prinzip die Nordseite, Nordwestseite von meinem Dach. Das alte Welletanit, das war halt bei uns seinerzeit Stand der Technik. Und auf diesem Dach haben wir auf der Rückseite die 14 kW PV-Anlage, die was optimal Richtung Süden ausgerichtet ist. Und da mussten wir halt leider den ganzen Dachstuhl verstärken. Somit sind diese ganzen Baustellen immer gleich richtig herausfordernd, wenn man da irgendwo etwas dazu bauen möchte. Aber jetzt zurück zu dieser Geschichte. Jetzt werden wir da runtergehen und schauen, wenn der erste Schatten kommt, wie das Ganze dann in der Ertragslage aussieht. Für alle Katzenfreunde, hier ist der Kater und der bewacht die Baustelle. Gut, ein paar Minütchen werden wir noch warten müssen. Trotzdem, der Schatten, er marschiert gerade. Als Kontrolle gehen wir nochmal rauf. Wir sehen 2050 Watt. Unter Optimalbedingungen 2200 Watt. Mehr habe ich nie geschafft. Und ist es schon so weit, dass er schön langsam einbricht. Also normal ist die Spannung ja bei 6x32 Volt, 6x30, 18 ein Stückchen höher. Also glaube ich 197, ja genau, das wäre die Spannung. Trotzdem, es wird nicht mehr lange dauern und dann sehen wir genau, was Schatten fabriziert. Hier jetzt nicht wundern, das sind die Wirkungsgradverluste, da ist so fair, sagt, das kommt beim PV-Tracker rein, das geht hier beim Netz raus. Wir fahren ja hier ohne Batterie. Ist aber eine super Sache, weil hier werden dann demnächst die nächsten Setup-Geschichten gebastelt. Hier werden wir Batterien, die was outdoor-tauglich sind, im Freien testen. Schauen wir uns das dann später an. So, nur ein wenig Geduld, ein paar Minuten später und wir sehen es genau auf der Kante ist jetzt der Schatten dann vom Gebäude. Da drüben haben wir noch die volle Einstrahlung. Wir gehen jetzt schnell rauf und kontrollieren. Okay, jetzt sind es noch 1,78 kW, 1780 Watt. Spannung ist noch da, aber es ist jetzt nur mal eine Frage der Zeit, dass das dann richtig einbrechen wird. So, in der Zwischenzeit, bis wir endlich den Moment der Wahrheit haben, dass man das wirklich gut veranschaulicht hat, hier mal eine Auflösung, im Prinzip ein Schema. Wir haben diese sechs Module, wie oben gezeigt, die sind alle in Serie geschalten, das heißt, die Spannungen addieren sich, dementsprechend ist auch der Strom konstant durch der Serienschaltung. Das ist auch der Grund, die Module haben ja rund 32 Volt, haben wir gesehen, auf dem Datenblatt vorhin, also diese rund 192 Volt wäre die Summenspannung, die reale Stringspannung und die theoretische Leistung laut den Angaben, Idealleistung an 2580 Watt. P-Real habe ich schon sehr oft die 2200, 2240 Watt gesehen und vorher waren wir ungefähr ja ein Stückchen Richtung 2100 Watt. Aber dann jetzt durch der Beschattung passieren dann obszöne Sachen und im Prinzip der Stromfluss wird begrenzt, das heißt, wenn hier ein Schatten drauf ist, es wird zwar die Spannung noch einigermaßen vorhanden sein, aber es wird uns der Elektronenfluss beschränkt. Dadurch wird natürlich die Leistung abrupt einbrechen. Klar, jetzt mit einem sogenannten Optimierer. Ein Optimierer im Prinzip macht hier eine Bypass-Schaltung, wird sehr oft verkauft von den diversesten Solarherstellern, würde man im Prinzip den Stromfluss dann unter den Strom, also unter den beleuchteten Modulen aufrecht halten, hat aber das Problem, dass uns dann die Stringspannung einbricht. Das heißt, in diesem Fall würde hier noch ein Optimierer funktionieren. Aber wenn wir uns die technischen Daten von den String hier anschauen und hier sehen wir es, der Tracker arbeitet im Bereich von 150 Volt DC bis rauf auf 425 Volt. Das heißt, wenn die Spannung die 150 Volt unterschreiten würde, wäre es mit den Optimierern vorbei und im Prinzip ist der String tot. Somit macht in diesem Fall für kleine Geschichten ein Optimierer wenig Sinn. Es würde Alternative geben. Und das sind diese speziellen Module von Dasolar, wo ich letztens schon geschwärmt habe, weil die nämlich eine irre hohe Spannung haben.
Die haben nämlich 115 Volt DC. Das hieße natürlich, wenn ich hier oben 6 Stück mit 115 Volt DC habe, dass die Geschichte rund um den Optimierern sehr wohl funktionieren würde, weil im Prinzip bis auf den letzten zwei Modulen der Tracker vom DAI-Inverter oder egal was für ein Inverter funktionieren würde. Aber in der Regel haben wir alles halt mit diesen kleinen Modulen zu tun, also mit der kleinen Stringspannung. Und da machen halt dann wieder diese Mikroinverter sehr wohl Sinn, was ich die ganze Zeit predige, wo ich sage, die Mikroinverter, gerade wenn es problematisch wird, wir sehen es, mein Kamin, der rückt da hinten jetzt schon ein Stückchen rauf, kann dann, und das kann nur eine Stunde, eineinhalb Stunden dauert das, dann ist der Kamin komplett oben. Und dementsprechend machen diese Mikroinverter sehr wohl Sinn, weil jede Platte dann extra gemanagt wird. So, jetzt ist diese Platte im Prinzip von Schatten heraus gerade mal, ich würde sagen, 5% im Schatten. Schauen wir rauf, was wir für Daten haben. So, Freunde, und ich glaube, das Bild bitte merken. Seht ihr das? Die Anlage bricht komplett zusammen. Wir haben die Uhrzeit oben. Ihr könnt das Video hin und her spulen, das ist kein Fake. Das Stückchen Schatten, Freunde, seht ihr, wie die Leistung hier runtergebrochen ist? Weil der Stromfluss komplett im Arsch ist. Die Spannung sogar steigt, ist auch interessant, weil die Module sich jetzt scheinbar abkühlen. Das heißt, das geht jetzt rauf Richtung Leerlaufspannung. Aber der Stromfluss ist uns komplett in die Knie gegangen. Das habe ich vorher vergessen zu sagen. Also noch einmal, wir sind jetzt binnen kürzester Zeit. Ich gehe raus, dass mir das glaubt. Das kleine Stückchen Schatten, Freunde, das kleine Stückchen Schatten verhaut uns das komplette Geschäft. Da würden bis zum späten Nachmittag, 16 Uhr im Jänner, die letzten drei Platten noch Energie liefern können. Die könnten durch die optimalen Ausrichtung, durch den 45 Grad, ja, was ja optimal für die Ausrichtung ist, ja, könnten diese Platten da wunderbar noch, sage ich, 500 Watt liefern, zwei Stückerler. Wir sehen, es ist die Sonne überall vorhanden. Den Schatten verursacht jetzt da das Haus. Jetzt nicht von dem Baum täuschen lassen, der macht auch Schatten, aber im Prinzip ist das Haus von mir, was hier den Schatten wirft. Und es macht ja auch nichts zur Sache, ob das der Haus oder der Baum ist oder wieder hinten, das ist der Kamin. Weil, wie gesagt, da möchte ich meine nächste Photovoltaik-Baustelle machen. Habe ich aber das Problem, der Kamin, der marschiert den ganzen Tag dann da überall spazieren. Ja, das ist das Problem. Der geht dann rauf, also wir haben jetzt schon Ende Jänner, im Dezember war ein Stückchen weiter drüben und somit ist das da drüben eine prädestinierte Baustelle für Mikroinverter, dass ich sage, okay, ich klatsche mir da 10 Stück Mikroinverter hin, werde auf Sicht viel mehr Ertrag im Winter haben. Und das ist ja die Message der Geschichte. Und ich werde mit den Optimierern nicht viel wehren, außer ich nehme solche Module, wie sie da Solar anbietet, mit den 115 Volt, dann kann man sehr wohl über Optimierer sprechen. Also diese Module haben schon was, aber da haben wir dann die Kehrseite. Bei 6 Module bin ich schon bei 750 Volt Stringspannung. Das heißt, ich kann jetzt wieder nicht viel Module ranklatschen. Ist auch wieder ein Schmarrn. Ergo, weil da drüben, wenn wir jetzt rüberschauen, bekommt man locker, würde ich einmal sagen, zwischen 14 bis 16 Module rauf. Ist halt die Mikroinverter-Geschichte super. Und das ist auch der Grund, wieso ich seinerzeit gesagt habe, ich möchte kein Relais-Mikroinverter haben, wenn der Mikroinverter im Dachstuhl oder hinter den Modulen verbaut ist. Das war der Grund, wieso ich das immer gepredigt habe. Ich wurde massivst kritisiert. Das war auch der Grund, wieso ich mir jetzt von Amazon die billigen Inverter gekauft habe, damit es nicht immer heißt, ich bin ein DAI-Fanboy. So, jetzt schauen wir da nochmal rauf, wie sich das jetzt mit Schatten verhalten hat. Ich sage alles authentisch. Ich möchte, dass die Leute das begreifen. Ich habe jetzt 3 Tage in Serie das Verschlafen. Wir sind nur mehr auf 520, 400, 520 Watt. Und das in der kurzen Zeit. Jetzt ist natürlich der Ertrag komplett im Arsch. Und Sonne ist vorhanden, also so ist nicht. Wir haben leider jetzt da seit gestern wieder richtig viel Dunst und Chemtrails, die was wir sehen. Weil das Verrückte war das muss ich hier auf einer Nebengeschichte erzählen. Wir hatten 2 Tage lang in der gesamten Oststeiermark keine einzige Wolke, wolkenähnliches Gebilde, nichts. Also es hat bei uns eine stürmische Zeit gegeben, da war der ganze Dunst weg. Ich habe Videos gemacht von einem blauen Himmel, ich bin nach Graz gefahren, ich konnte das erste Mal seit Ewigkeiten eine Fernsicht von gut 150 Kilometer machen. Das heißt, da hinten ist Graz, ja, und wenn man über der Autobahn rauffährt, konnte ich auf der Kuppe von der Autobahn in Richtung Kärnten zu den Choralpen schauen. Ich konnte den Schnee dort betrachten, ein Traum, Freunde. Also man sieht schon, wenn wenig Dunst in den Wolken oben ist, ja, dass das dann sehr wohl Spaß macht beim Strom machen. Und verrückterweise habe ich an diesem Tag
also in diesen 2 Tagen, über 90 Kilowattstunden Strom produziert. Also da muss ich schon sagen, bei 23 kW Peak richtig nice. Da schaut bitte rauf, das ist alles so dunstig, das sind keine wirklichen Wolken, das ist alles nur Dunst. Wolken sehen anders aus für diejenigen, die sich ein wenig mit dem Himmel auseinandersetzen. So, 2 Anläufe machen wir noch, also in den nächsten, sage ich mal, 5 Minuten ist das eine Modul komplett beschattet, dann liegen wir, glaube ich, unten bei, ich schieße mich dort, 120 Watt. Das heißt, die ganze Geschichte da hinten ist Mist. Dann gehört das dringendst auf Mikroinverter umgebaut. Ich latsche noch einmal rauf, damit eben mir das ein jeder glaubt. Und zu diesen ganzen Schwurblereien um den Dunst in den Wolken, es ist ja egal, ob das jetzt mit Absicht oder einfach die Abgase von den Flugzeugen sind. Der Dunst ist Arsch. Und den hatten wir früher in diesen Massen nicht. Aktuell, wir sehen es, 2,2 Ampere, 365 Watt. Da kämpft jetzt der Tracker. Und in 5 Minuten gehen wir noch einmal drauf. Sich noch ein gemeinsames Mittagessen mit der Familie ausgegangen. Dementsprechend ist das jetzt schon ein Stückchen weit drüber. Ganz oben haben wir jetzt witzigerweise noch ein Stückchen, was beleuchtet ist. Das heißt, das obere unterstützt beim Elektronenfluss. Das heißt, unter Umständen ist die Leistung jetzt gar nicht ganz so schlecht wie vermutet, weil einfach die oberen paar Wafer noch Sonnenstrahlen durchlassen können im Stromfluss. Und dieser Schatten da, der dürfte mein Kamin sein. Vom Tisch her dort oben. Weil wir gerade beim Kamin sind, dass ihr das auch versteht, wenn ich hier PV montiere, der wandert die ganze Zeit spazieren und im Winter, weil die Sonne natürlich noch flacher steht, ist der Kamin auf der oberen Seite. Das heißt, extrem schwierig hier für den Winter etwas zu machen, aber gerade im Winter brauchen wir die Energie, dementsprechend für mich absolut nur eine Mikroinverterbaustelle. So. Also da haben wir das jetzt gesehen. Last but not least, zum Abschluss gehen wir jetzt rauf. Bin jetzt gespannt, ob wir da noch im Bereich der 400 Watt noch etwas haben oder schon unten sind bei den 120 Watt, was dann am Ende Tag immer die normale Leistung ist. Okay, also das sieht man schon noch. Das letzte Stück oben, was ich gesagt habe, wir haben noch immer brav die 400 Watt. Das macht dann doch einiges aus, weil nämlich das beschattet ist, das war vor 3-4 Tagen, konnte ich das beobachten, hatte ich um dieser Tageszeit nur mehr 120 Watt. Das heißt, das letzte Stückchen da oben ist doch noch sehr essentiell, dass hier noch ein wenig Stromfluss passiert. Aber würde ich hier mit Mikroinverter arbeiten, hätte ich hier jetzt noch 4 Module, die was die vollste Sonneneinstrahlung hätten. Da werde ich hier locker, sage ich jetzt einmal, bei 1000 Watt würde ich hier noch rausholen. Ja? 4x250, also werden wir dann eh demnächst sehen. Nur das Problem ist ja, wir haben Ende Jänner und die Sonne, sie steigt jetzt ja im Horizont. Das heißt, jetzt im Winter ist sie ja flach gekommen und man merkt das schon, wie sie steigt. Ich konnte das nämlich eben hier beim Kamin sehr gut beobachten. Im letzten Monat, der Kamin war immer oben und jetzt da um diese Tageszeit ist er schon ein Stückchen runter. Das heißt, die Sonne von oben, sie steigt. Das heißt, Winter ist sie flach dahergekommen und jetzt da, es geht jetzt schon, wir hatten ja die Wintersonnenwende um den Dezember. Ich glaube, der 25. Dezember war die Wintersonnenwende und dadurch ist die Sonne jetzt da, sie leuchtet quasi von oben drauf und im Dezember ist sie noch von vorne gekommen. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, der eine oder andere konnte das jetzt verstehen, was ich da mit der ganzen Schattengeschichte meine und wie problematisch Schatten ist. Und das Schlimme ist das, man hat das ja, glaube ich, sehr eindrucksvoll am Anfang gesehen, wenn ein Talesel von den Wafern hier beschattet sind. Das hat dann eigentlich immer dann auch zur Sache, wie die Verschaltung von den Wafern ist. Das heißt, das muss man sich dann genau anschauen. Manchmal sind die Wafer nur von oben nach unten verschaltet. Dann kann das natürlich mit den Schatten ganz andere Dimensionen haben. Es gibt auch Module, dass sie die Wafer quasi über die Länge verschaltet. Da müsste man sich das genau anschauen und das kann natürlich dementsprechend dann einiges ausmachen, von was für einer Seite der Schatten kommt. Trotzdem, jetzt genug um den Schatten gequatscht, Freunde. Ich glaube, ihr versteht, um was es geht. Das ist eine olle Geschichte. Zum Abschluss, damit ihr seht, wie wichtig die verschiedensten Himmelsrichtungen und Ausrichtungen sind. Unser Tracker, wenn er nicht gerade auch wieder im Schatten ist, da hat er Steuerungsprobleme, funktioniert das alles grandios. Und auch meine erste Photovoltaikanlage, die arbeitet auch sehr brav. Und wenn wir noch kurz zum Tracker den einen oder anderen Satz sagen, der einzige Schwachsinn bei dieser Maschine ist das. Das heißt, hier am Vormittag um diese Jahreszeit wirft der Baum Schatten, dass er sich permanent die ganze Zeit aufstellt und wieder in Parkposition, das heißt in den Schlafmodus geht. Das ist natürlich massivster Materialverschleiß. Nichtsdestotrotz, hoffentlich
werden die Dunstglocken uns in Zukunft nicht so viel beschäftigen, weil die machen doch im Ertrag schöne Einbußen. Sage ich danke für den Zusehen und wir sehen uns demnächst. Euer Mr. Mining. Tschüss. Baba.